Das hier ist Izumi, die Tochter zwei sehr berühmter Schauspieler und das dritte Kind unter insgesamt sechs Kindern. Sie hat eine Zwillingsschwester, die eine Meerjungfrau ist, genauso wie ihr Vater es war. Ihr Vater starb, da er eingefroren ist, als sie und ihre Schwester noch Kleinkinder waren. Deswegen hat sie nicht wirklich Erinnerung von ihm. Das Einzige, was ihr geblieben ist, ist ein Grundstück, das sie geerbt hat, beziehungsweise gekauft hat mit dem Geld, was sie noch hatte, als sie von zu Hause abgehauen ist, an ihrem Geburtstag. Und somit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte von einem Teenager, das versucht zu überleben, ohne der Hilfe der Familie, alleine in einer Welt, die sie gar nicht kennt. Und zwar am Strand in Sulani. Und ich bin Nessie. Also das ist Izumi, oder erstmal zu mir. Ich bin Nessie. Das hier ist schon die dritte Generation der Rags to Riches, oder abgewandelten Rags to Riches Challenge, ja. Und zwar die Mermaid Challenge oder einfach nur Rags to Riches, weil noch ist Izumi keine Meerjungfrau, sondern nur ihre Schwester. Aber fangen wir an damit, wer Izumi überhaupt ist. Izumi, eine Teenagerin, denn sie ist erst wirklich heute zum Teenager geworden, wer die Gold Digger Challenge schon gesehen hat. Sie liebt die Natur, ist eine Spinnerin und ist klug, da ich ihr noch in der Zeit von Gold Digger, von der Gold Digger Challenge ein Bestreben beendet habe mit sehr viel Geld. Und dadurch hat sie ein Bonusmerkmal. Was bedeutet Kluges? Sims erhalten jede Woche eine Direktüberweisung auf Grundlage ihrer Haushaltskasse. Das kann uns sehr hilfreich sein, es kann aber auch so ein bisschen cheaten sein, weil ich nicht wusste, was das für ein Merkmal sein wird. Aber ich lasse mal das Spiel spielen. Sie, wir gehen mal von ganz oben hin. Ihre Oma heißt Laura, ihre Mom heißt Naya, Naya Good. Ihre Schwester ist Yara, ihre Zwillingsschwester. Bruder, älterer Halbbruder ist Elliot. Noch einmal älterer Bruder, Halbbruder ist Orion. Und zwei Halbgeschwister, die sie noch gar nicht kennt, sind Esme, also Loran und Esme. Sie hat mehrere Cousins, die sie auch nicht kennt. Hendrik, Michael, Leo, Zendaya, Marcel, Marie und Mia. Und einer der Cousins hat schon ein Kind, Rainer. Ihre Tante ist Gaia und ihr Onkel, Entschuldigung, ist Hans, aber der ist schon verstorben. So, kommen wir mal zu dem, was diese Challenge sein wird. Da sie schon die Mermaid Rags to Riches Challenge heißt, ich werde nur Mermaid Challenge sagen, bedeutet das, dass Izumi irgendwann mal eine Meerjungfrau werden soll. Und da kommen wir auch zu einem Zettel, genau, mit Aufgaben, die ich mir ausgedacht habe, damit wir auch ein bisschen halt nochmal ein paar Schwierigkeiten haben. Also, Izumi muss eine Meerjungfrau werden, bevor sie eine junge Erwachsene wird. Aber um das zu erreichen, muss sie mindestens Level 5 der Fitnessfähigkeit bekommen. Da kommt noch später noch ein Aber. Sie muss mindestens eine kleine Hütte haben. Und ihr Bestreben, von dem ich noch nichts gesagt habe, also Strandleben, muss sie mindestens zur Hälfte fertig haben. Das heißt, sie muss Touristin und Sandsieberin beendet haben und dann bei Dauerurlauberin sein. Dann darf sie nur in die Stadt in ihrem Inkognito-Outfit gehen. Das zeige ich euch später. Sie muss versuchen, alle Muscheln und Schätze am Strand finden, die sie schon angefangen hat zu suchen. Von denen gibt es nicht wirklich viele, soweit ich weiß, aber halt 13 und 18. Ja, also das ist eine der Aufgaben, die nicht so streng behandelt werden von mir. Dann darf sie, oder sie muss dann irgendwann mit, also wenn sie 50.000 Simoleons hat, muss sie umziehen an eine andere Stelle in Sulani. Denn dieser Ort ist voller Erinnerung, oder also nicht ihrer Erinnerung, aber sie weiß, dass es hier Erinnerungen gibt. Dann darf sie nicht mehr als 4 Kinder haben. Sie kann sich das Leben einfach nicht so
nicht so vorstellen, wie ihre Mom es getan hat mit 6 Kindern, 2 davon. Sie denkt, sie essen immer noch nur 4. Ich habe jetzt, glaube ich, den Faden verloren. Es tut mir leid. Die Familie darf dann später nicht wissen, dass sie eine Meerjungfrau ist. Und mit Familie meine ich eher ihre Zwillingsschwester und ihre Mom. Geh mal Wasser sammeln. Dazu kommen wir auch noch gleich. Wir fangen erstmal mit den Regeln an. Yara und Naya dürfen nichts erfahren. Dann gibt es paar Dinge. Okay. Sie muss Level 10 der Fitnessfähigkeit erreichen, der Erziehung, mixen und fischen. Und jetzt kommt das aber zu dem vorherigen Teil mit der Meerjungfrau. Sie muss Level 10 der Angelfähigkeit erreichen, bevor sie eine Meerjungfrau wird und bevor sie überhaupt alles macht. Weil, soweit ich weiß, wenn sie eine Meerjungfrau wird, also das glaube ich zumindest, sie kann fischen, aber dann fühlt sie sich, glaube ich, schlecht damit. Sie soll dann auch öfters Partys machen, mit Partys meine ich so Cover-Partys, nur mit Freunden und Familienmitgliedern, die sie wirklich liebt. Und zwar dazu gehören Elliot und Orion, also fürs erste mehr Orion, weil sie hatte halt nochmal einen Streit aber sie ist wütend auf Elliot. Und sie muss alle ihre unbekannten Familienmitglieder kennenlernen. Und davon gibt es halt einige. So, wartet. Nein, man sieht's nicht. So, wunderbar. Dann kommen wir erstmal zum Baumodus und den Challenges, die das Haus hat. Denn es gibt natürlich Vorteile an diesem Grundstück, aber auch Nachteile. Und zwar, das kann ich nicht ändern, Ozeanparadies. Auf diesem Grundstück kannst du die Vielfalt des Meeres genießen. Es kann inspirierend sein, im Meer zu schwimmen. Hier findest du Delfine und seltene Fische. Dann, was ich hinzugefügt habe, ist guter Boden. Die Gartenarbeit geht einem hier wirklich gut von der Hand. Und Frischluft, die frische Luft ist hier ausgezeichnet zur sportlichen Bestätigung geeignet. Dann haben wir noch, abseits des Netzes, das habt ihr schon gesehen, dieses Grundstück ist nicht an das Versorgungsnetz angeschlossen und die meisten Objekte, die Strom oder Wasser verbrauchen, funktionieren nicht wie erwartet. Können deine Sims ohne den Komfort von Sanitäranlagen und Elektrizität überleben? Ein Leben abseits des Netzes hat seine Vorteile, wie zum Beispiel keine Strom- und Wasserrechnung. Dann gruselige Krabbeltiere, weil sind halt am Strand, macht Sinn, und auf der Insel, deswegen abseits des Netzes. Gruselige Krabbeltiere, hier scheinen sich ein paar gruselige Kreaturen eigennistet zu haben. Sei auf ihren Angriff vorbereitet, denn man weiß nie, wann sie zuschlagen. Und vulkanische Aktivität, das ist wahrscheinlich das Gefährlichste unter allen, aber was Sinn macht, weil hier ein Vulkan ist. Dieses Grundstück befindet sich in der Nähe eines aktiven Vulkans. Nimm dich vor Erdbeben, Dampflöchern und gelegentlichen Lavabomben 8. So. Und jetzt kommen wir auch noch zu den Outfits von Izumi. Oder wir machen es erstmal so. Die 4 Sachen verkaufen wir. Wenn ihr fragt, warum ich nicht diesen Tablet verkaufe, weil das sind 400 Simoleons, das ist mir dann schon zu viel, wenn es ums Geld geht. Sie hatte ein Projekt, sie hatte 2 Muscheln und ich finde, das reicht völlig aus fürs Erste. Und ich weiß, dieser Part, oder Part 0, so nenne ich den auch, ist sehr informativ. Aber irgendwie finde ich im ersten Part, also den offiziellen ersten Part, es immer viel zu langweilig. Und hier kann ich in Ruhe alles erzählen, was ich erzählen möchte. Ich muss noch zu den Beziehungen dann später kommen, die Izumi hat. So, das ist ihr Outfit, aber erst Partykleidung, okay. Das ist ihr Outfit Nummer 1, sehr angepasst zu Inselleben, genauso wie die anderen. Das ist eher zum Gartenarbeit, zum Abkühlen, damit sie halt sich nicht totschwitzt im Sommer bzw. Frühling. Und hier auch nochmal ein bisschen schicker, damit sie halt auch mal schön irgendwo am Strand laufen kann. Dann kommen wir zu dem Inkognito-Outfit, so habe ich es genannt. So will sie in die Stadt gehen, denn sie will nicht, dass ihre
Mom und Schwester sie erkennt. Also Abendkleidung, Sportkleidung hat sie auch noch drei. Sie ist sehr dünn. Ich weiß, aber ich finde, das steht ihr. Also die Partykleidung habt ihr schon gesehen. Und dann kommen noch drei weitere Outfits, die zu ihr passen. Denn sie ist ziemlich schlicht, also schlicht, auf ihre eigene Art und Weise schlicht, sage ich mal so. Denn sie wohnte in einem Riesenhaus. Ich glaube, es waren drei Stöcke und ein Keller. Sie hatte da alles. Sie hatte alles immer, aber sie ist halt von zu Hause abgehauen, denn ihre Mom hat 10-mal insgesamt in ihrem Leben geheiratet. Jeder dieser Ehemänner ist gestorben. Mittlerweile möchte sich Naya ändern, aber Izumi ist trotzdem wütend, weil Naya ist nach dem 10. Ehemann, also ihr zehnter, sie und ihr 10. Ehemann, sie wurde von ihm schwanger. Und dann ist er gestorben oder wurde getötet und dann hat sie ihr Haushalt verlassen und hat dann die Babys alleine bekommen. Ganz weit weg von ihrer Familie. Und dann kam sie erst zum Geburtstag von Izumi und Yara, wo Yara auch frech war und hat, obwohl sie ich bin mir ziemlich sicher, sie war das zweitgeborene Kind, weil die Sims machen das ja immer nach Alter, die Familienmitglieder und Izumi war vor Yara. Entschuldigung. Wartet, ich habe jetzt den Faden verloren. Das ist sehr bekannt bei mir, das ist sehr normal auch. Gewöhnt euch dran ein bisschen. Yara hat zuerst den Kuchen, also die Kerzen ausgepustet und natürlich ein Kind hasst sowas. Als Kind möchte man natürlich an seinem Geburtstag alleine die Kerzen auspusten, zuerst, beziehungsweise so wie es sein sollte. Ja, hier geht es schon mal nicht gut. Ich glaube, hier gibt es eine Toilette. Toilette benutzen. Und da gab es auch einen Streit gleich danach. Nicht nur mit Yara, sondern auch mit ihrer Mom. Es gab mehrere Streite, deswegen ist Naya und sie halt weiter im roten Bereich. Mit Yara hat sie, wartet, nur 3 von der Freundschaft, also ich sag 3%. Dann hier ist Orion und hier ist Elliot und das ist Marie, ihre Cousine. Seit wann kennst du Marie? Und das ist der Butler, den sie hatten. Veya. Ich sag mal Veya. Und die Katzen, die sie auch hatten. Taco, Muffin und Cake. Soweit ich weiß, sind das. Ah nee, ich habe noch einiges zu sagen. Doch. Sie kann erst ein komplettes, richtiges Haus haben. So richtig gebaut, wenn dieses Haus. Oder doch dieses Haus. Pi mal Daumen 10.000 Simoleons wert ist. Warum? Darum, weil ich es kann. Ich will es halt einfach schwerer haben. Und soweit ich weiß, ist es ihre Mom. Ja, das ist ihre Mom, die hier einfach in der Nähe schwimmt. Es tut mir leid. Ich glaube, es war echt eine schlechte Idee, krank eine Aufnahme anzufangen. Und sie, oh, sie macht, sie sucht weiter nach Muscheln. Das ist sehr gut. Ah, sie hat einen Fisch gefunden. Kannst du das essen? Oh, es wäre so cool, wenn sie das essen könnte. Die Au. Oh mein Gott. Das ist Part 0. Lasst mich. Lassen wir einfach es dabei. Also, das ist Part 0 von der Mermaid Challenge mit mir, Nessie. Ich hoffe, dieser super kurze Part hat euch gefallen und dass ihr für längere Zeit hier bleibt und mit mir alles drum und dran hier zusammen macht. So, ich hoffe, ihr bleibt hier länger. Ihr könnt mir ruhig in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt, ob ihr andere Ideen habt, wie wir das alles machen, ob es andere Challenges geben soll, andere Aufgaben, anderes, alles. Einfach, ob es euch gefällt, ob ihr noch Ideen, Änderungsideen habt. Macht eigentlich egal. Ihr könnt mich auch privat auf Insta anschreiben. Oder auch in meinen Discord-Server reingehen. Alles in der Videobeschreibung. Heißt es noch so? Weiß ich nicht mehr.
Und ein Stammbaum der Familie Good ist, beziehungsweise der Rex Riches Familie, ist auch dort unten in der Beschreibung. Also an dieser Stelle beende ich jetzt Part 0 und hoffe, ich sehe euch bald wieder. Bis dahin und tschüss!